Wir brauchen auf jeden Fall Lümmelbräu. Kann man da reinschreiben? Nee, scheiße. Nehmen wir mal so 30, oder? Oder meinst du das zu viel? Könnte zu viel sein. Würstchen nehmen wir 20, reicht. Ja, Gemüse brauchen wir auf jeden Fall mindestens mal 15 für gescheite Suppe. Ich weiß halt nicht, wie viel ins Lager reinpasst. Das ist ja das Problem. 10 Fleisch haben wir noch. 10 kaufen wir dazu. Wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens mal 12 davon. Käse brauchen wir auch mal. Nehmen wir 15 mit. Und das ist wichtig hier, das Powder. Damit unsere hässlichen Elfen, unsere wunderschönen Elfen, damit die alle arbeiten. Wir munitionieren hier nochmal ein bisschen auf. So. Dann machen wir hier auch nochmal 20. Nee, reicht nicht. Lager voll oder was? Wie sieht denn das aus? Ich würde gerne nochmal einen Tisch dazu kaufen. Möbel, edle Möbel. Haben wir noch Geld? Haben wir noch? Ja, ne? So, nehmen wir noch 2. Ja, nehmen wir lieber 2 davon. Nehmen wir noch 2 große Tische noch mit dazu. Für unser VIP-Separatissement. Heißt doch so, oder? Ich glaube ja. Lemelino Vino. Oh, lecker. Ja, müssen gleich ankommen. Da ist die Kutsche, die hiesige. Kochst du Suppe hier, du, oder was? Ich brauche Suppe, Leute. Ich muss hier vorbereiten. Morgen wird ein harter Tag. Morgen rusht hier die ganze Community rein. Ich weiß es ganz genau. So 2 Suppen können noch hin. Mise en place ist alles. Da, 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 da. Alles gezapft? Nee, wir können noch mehr zapfen. Aber wir müssen erstmal aufräumen. Also einräumen. So, sehr schön. Alter, wie schön voll das Lager ist. So muss das doch sein. 30 Lümmelbräu haben wir hier. Geil. So, das ist vorbereitet. Jetzt zapfen wir nochmal den restlichen Wein. Können wir noch Wein zapfen? Nee, Wein ist schon alles da, ne? Käse schneiden können wir auch nicht mehr. Ist auch schon alles da. Aber wir können auch ein paar Lümmel aufhängen. Natürlich, klar. Ab wann kannst du Lager erweitern? Ist schon erweitert. Ich habe schon 2-mal erweitert. Du kannst es immer mal wieder erweitern. Also sieht immer gleich aus. Ach nee, guck mal, hier kommen Regale dazu. Guck mal da. Da füttern wir mal unsere Elfen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Gut, jetzt gehen die alle arbeiten. Wie sieht es aus mit Fleisch? Wird hier ordentlich gekocht? Ja, ne? Läuft. Läuft. Ich glaube, wir sind soweit. Wir müssen auch die Möbel aufstellen. Die neuen, die wir gekauft haben. Und dann, guck mal hier. Oh, ist das nicht geil, Leute? Machen wir einmal hier hin. So. Oh, das prunkvolle Möbel. Das prunkvolle Möbel. Ach, hier können wir auch was hinstellen schon. Ja, können wir eigentlich schon mal... Oh, was weiß ich hier? Machen wir mal Käse drauf oder was? So, das ist der Käsetisch. Gut, wunderbar. Schneiden wir nochmal ein bisschen. Bier haben wir gezapft. Bier ist genug gezapft schon. Lecker. Okay. Einen Tisch haben wir noch irgendwo im Inventory. Tja, das Problem ist halt, wo können wir die noch hinstellen? Ne? Ist alles so voll, sieht das hier aus. Machen wir es hier hin. Oh, schön. Alter, ey, als ob es so gehört. Es ist ein Gedicht. Ich mach den Laden auf, Leute. Oder meinst du, wir können auch schlafen? Nee, ne? Ich glaube, schlafen können wir nicht mehr. Ist hier alles sauber. Irgendwo scheint hier noch Dreck zu sein. Ach, da, guck mal. Ich habe gescannt. Es gibt hier so einen Scanner. Okay. Oh, hier alles noch voll mit Dreck, du. Oh, no. Oh, no. Chomsky, das funktioniert nur, wenn du Follower bist. Ich weiß nicht, bist du Follower schon? Das ist gerade deine erste Nachricht, ey. Ich glaube, du kannst nur rein, wenn du auch wirklich am Folgen bist. Sonst funktioniert das nicht. Sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen. Oh, da kommt schon wieder die Hexe. Ich verprüge die gleich. Die machen wir gleich nackig, bevor die ankommt. Die will doch hier bestimmt rein bei uns. Geh weg, du alte Hexe. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Die verjagt sie uns alle. Die schnurrt immer um Gold, die Gottgute. Komm bloß nicht rein. Lass es dir nicht einfallen, du. Okay, wer kommt? Captain John Price. Willkommen, willkommen. Oha, hier sind die ersten. Die ersten Bonzen sind schon da. Ach, Käse hast du schon? Ah, geil, läuft. Ha, richtig gut. Gastfreundschaft wird noch groß geschrieben, I see. Ja, na, selbstverständlich. Was denkst du denn? Bei mir ist jeder willkommen, außer Hexen. Und Stinkeboys. Stinkeboys bezahlen nicht. Ah, da kommt sie, die alte Troller. Komm. Wo ist meine Pfanne?
gleich vor die Fresse. Gut. Danke, dass wir drüber gesprochen haben. Boah, das war richtig mit der gusseisernen Kante gerade auf die Nase. Das hat echt weh getan. Heieieiei. Und hier ist bei Ihnen alles in Ordnung, Donny? Ist alles in Ordnung hier? Alfons, grüß dich, moin. Herzlich willkommen. Wo kam das nochmal her, Alfons, der Bagge? War das nicht von dieser dänischen... Oh, wie hießen die nochmal? Boah, es ist einfach zu lange her. Zwei Bier, eine Suppe, ein Fleisch. Zwei Bier, eine Suppe, ein Fleisch. Es ist halt blöd, dass man fürs Fleisch immer so weit nach hinten laufen muss. Vielleicht werden wir zukünftig gar keine Suppen mehr abstellen, sondern nur noch Fleisch hier vorne. Weil die Suppe ist ja gleich hier, da muss ich nicht durchlaufen bis hinten. Ob das gut ist oder nicht, boah, keine Ahnung. Hexen sind nicht willkommen. Es tut mir wirklich leid. Sarabo, es tut mir wirklich, wirklich leid. Wenn du wirklich echt eine echte Hexe bist, ich hätte natürlich noch ein flauschiges Plätzchen für dich. Hier im Ofen. Da kannst du dich gerne reinsetzen, wenn du willst. Ist eine Kinderfigur? Ach so. Gibt es diverse Bücher davon? Mhm. Okay. Ich dachte, das ist von dieser dänischen Serie. Wie hießen die nochmal? Die Gangster mit der Melone. Alter, ich bin einfach viel zu alt. Wahrscheinlich kennt sowieso keiner mehr von euch. Die Olsenbande, glaube ich. So hießen die doch. Gab es da nicht auch einen Alfons? Ja, der hieß wahrscheinlich nicht Zitterbacke. Mach's gut, Sol, meine Liebe. Willst du noch vorher vielleicht noch ein Bier trinken? Die Olsenbande, Alter. Das ist schon lange her. Schon sehr lange her. Warum kommen hier keine VIPs rein? Ja, die Olsenbande, das ist aber schon lange her, ne? Eieiei. Oh, Geld liegt hier auf der Straße, Leute. Geil. Egon, Benny. Ah, okay. Ah, krass, du kennst ja alle. Wow. Ja gut, da ist kein Alfons dabei. Da ist kein Alfons dabei. Ah. Na gut. So, wie sieht's hier aus? Fleisch wird gebraten, das ist gut. Suppe, wir müssen mal einmal Wasser holen. Also heute ist leer, die Kneipe. Gestern war es richtig schön voll. Und heute ist ja gar nichts mehr los. Schmidtgen, sag mal, danke für den Follow. Ihr braucht nicht extra Folgen, nur weil ihr mal was geschrieben habt. Ich hab euch auch lieb, wenn ihr keine Follow seid. Ich hab euch natürlich lieber, wenn ihr Follow seid. Das wollte ich auch nochmal sagen, aber ich meine, wenn es nicht möglich ist zu folgen, dann... Ich nehme es euch nicht übel. Ihr könnt auch so schreiben. Okay, wir brauchen nochmal eine Wurst. Wir brauchen nochmal... Was wollten wir haben? Eine Wurst, eine Suppe und ein Bier. Haben wir VIP? Oh, scheiße. Ich habe noch ganz viel Dreckzeug hier dabei. So. Ein Bier und noch ein Würstchen. Und dann können wir gleich zum VIP-Room durch. Ach du Scheiße. Hast du gesehen, da draußen ist wieder eine fette Meute. Hi. Möchten Sie einen lecker Käse? So. Selbstverständlich, junge Dame. Oh, Quish ist es. Und oh, wie dumm. Beide haben Käsesnacken. Moin, Schulle, was geht? Moin, Lasi. Hol dir doch noch einen Tisch, wo du das Fleisch ablegen kannst. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich den kaufen kann, Schulle. Ich glaube, ich kann den gar nicht kaufen. Sag nicht, ich kann mir das kaufen. Wie heißt das denn? Ah, meinst du einen normalen Tisch? Ich glaube, das geht nicht. Mahlzeit, ey. Florida, Bruce Dakota. Wer kommt als nächstes hier rein? Berlin oder was? Geil. Alle vertreten hier. Oh, hier kann ich gleich mal was mitnehmen. Ihr wisst ja, gerade in der Gastronomie niemals leer gehen. Immer was mitnehmen auf jedem Weg. Zum Beispiel hier, ich sehe das schon. Oh, scheiße, die wollen auch schon wieder hier Suppen. Zwei Würste, ein Würstchen, Fleisch brauchen die, viel Fleisch. Drei, vier Fleisch brauchen wir. Eins, zwei, drei, vier. So. Moin, Wu-Tang, hi. Ich muss mal hier kurz ausliefern, ich bin gleich bei dir. So, Moment. Okay, alle zufrieden, happy und froh. Ansonsten, schmutzige Tische ist okay. Da kommen wieder VIPs reingeballert. Oh, scheiße, wo kommen die denn jetzt wieder her? Drei Suppen. Und Bierchen. Eingriff gut überstanden. Oder hattest du Probleme mit der Empfindlichkeit? Ach, du meinst mich? Mit den Zähnchen. Oh, das ist ja schon eine Weile her. Aber ey. Vicky, haut einen Zap raus. Für Schmidtgen. Oh, nice. Kannst du Mitarbeiter für Service einstellen? Habe ich schon, Alfons. Guck mal hier. Da fliegt sie. Es ist hier so gelöst, du hast hier quasi, ja, wie soll ich sagen,
kleine Elfen. Und die kannst du einstellen, die arbeiten für dich. Guck mal hier, der macht sauber. Hier ist so eine Elfe, siehst du das? Ja, ist ein bisschen, weißt du, aber... Also Menschen nicht. Auch keine Orks. Elfen. So. Die kannst du einstellen als Kellner. Da machen die sauber, bringen Essen weg. Die kannst du einstellen... Will noch jemand ein Bier? Ich habe noch eins hier. Die kannst du einstellen als Köche. Dann kochen die hier Dinge. Hier zum Beispiel wird gerade Suppe gekocht. Hier ist jemand an der Spüle. Siehst du das? Hier wird Geschirr abgespült. Am Anfang musste ich ja alles selber machen. Also Herrschaftszeiten noch im Ull. Das war aber wirklich, Leute. Aber mittlerweile... Ey, ich bin Profi, was soll ich sagen? Mittlerweile habe ich da Personal dafür. So, Mahlzeit. So, komm mal her. Ich weiß auch nicht... Oh, hier wird Käse verlangt noch. Ich weiß auch nicht, ob noch irgendwas freigeschaltet wird. Ihr wisst ja, es ist Early Access. Morgen kommt es raus übrigens. Das Game haut es euch gerne auf die Wishlist drauf. Ich kann es empfehlen, also wirklich. Du wirst deine 6, 7, 8 Stunden locker Spaß haben. Es ist Early Access, das bedeutet, es wird noch mehr Content dazu kommen. Ja, der fade Beigeschmack bei Early Access ist natürlich immer, dass man weiß, das Spiel ist noch nicht komplett fertig entwickelt. Es besteht bei Early Access auch immer das Risiko, dass es auch nie fertig entwickelt wird. Wäre nicht das erste Mal, Leute. Aber wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen. Early Access hat auch Vorteile. Meistens sind die Games günstiger. Und ja, guckt euch das gerne morgen mal an. Eine Demo gibt es auch. Da könnt ihr so schon mal reinschnuppern. Da hast du hier natürlich die ganzen Sachen nicht wie Wein und Käse und sowas alles. Aber hey. So, warte mal. Käse wollte ich noch mitnehmen. Zack. Aber das ist, glaube ich, ganz gut, um sich schon mal so einen Überblick zu verschaffen. Oh, das wird wirklich voll. Vielleicht sollten wir das anders einteilen, dass wir mehr im Service haben. Scheiße, die Spüle ist voll, Leute. Die Spüle ist voll. Bier, Wurst. So, und noch ein Fleisch. Das Fleisch habe ich aber jetzt noch gar nicht. Gehen wir schon mal ein Bier hin. Noch ein Bier und noch eine Wurst. Und ein Fleisch. Das, das. Guck mal, hast du gesehen, dass gerade diese eine Elfe zur Wurst gehechtet und wird die jetzt ausliefern? Wo ist denn die? Okay, sie ist doch nicht losgehechtet. Okay, sie hatte irgendwas anderes im Sinn. Aber manchmal fliegen die hier rum mit Würstchen und sowas alles. Es ist niedlich. Ich habe mir gestern noch einen City Builder im Early Access geholt. Macht irgendwie Spaß, aber die Grafik ist kacke. Okay, wie heißt der denn? Leonide. Zwei Suppe und ein Fleisch. Jetzt habe ich zwei Fleisch und zwei Suppe. Drei Suppe. Ach, wird schon passen. Mahlzeit. VIP-Bestellung schon wieder. Oha, was ist hier los? Was wollten die haben? Oh Gott, Alter, das sieht richtig mördermäßig aus. Ein Käse und ein Wein. So, ein Käse und ein Wein. Ich habe Upgrade. Wir haben schon zwei Tabletts. Das ist sehr nice. Ich hoffe, die macht hier sauber gleich, die Elfe. Ich komme hier gar nicht mehr hinterher, Mensch. Möchte irgendjemand Fleisch? Hier, da habe ich noch was. Und du? Bier. Natürlich, Bier. Eins für dich. Wer ist das? Kein Name drüber. What? Okay. Weil das mit dem Abräumen ist natürlich, da musst du ja flink sein, ne? Weil sonst... Oh, was? Nein. Nicht das dreckige Geschirr. Alter, das stapelt sich wirklich. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal kurz Wasser holen. Nebenbei. Simpel ist nicht kacke. Okay, okay. Mini-Settlers. Oh, das habe ich doch gestern bekommen, das Spiel. Ich habe es aber abgelehnt, weil es nicht so toll aussah. Ja, vielleicht hätte ich es annehmen sollen. So, bitte einmal abwaschen. Oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt macht die sich da dran. Wir sammeln hier. Wir sind eigentlich nur noch dazu, Kohle einsammeln. Ah, wir machen aber noch genug, ne? Also es ist nicht so, dass wir hier komplett finanzielle Freiheit erreicht haben. Wir sind noch hart am Knechten hier, Leute. Oh, ne, hier ist schon wieder was runtergefallen. Ja, man muss sich hier um alles kümmern in der Taverne. So, bitteschön. Ich hoffe, wir haben keine VIP-Bestellung. Natürlich haben wir eine VIP. Natürlich haben wir eine VIP. Was ist denn hier los? Ein Bier, eine Suppe und drei Fleisch. Oh mein Gott. So, ich brauche hier Teller. Drei Fleisch, eine Suppe und ein Bierchen. Oha. Alter, 16 Uhr schon fast alles ausverkauft hier. Mahlzeit, Leute. Was? Oh, mein Wecker klingelt gar nicht. Danke fürs Bescheid sagen. Hei, 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 hei.
Für alle, die das allererste Mal hier sind oder vielleicht auch gerade erst gefolgt haben, ich streame immer jeden Morgen von montags bis freitags 6.30 Uhr ganz, ganz früh raus mit dir bis 9 Uhr morgens. Und 9 Uhr morgens ist es dann so, dass ich dann arbeiten muss. Und ja, ich habe gerade gehört, wir haben fast die 9 Uhr erreicht. Das heißt, ich muss mich langsam vom Acker machen. Ich arbeite im Homeoffice und streamen ist meine absolute Leidenschaft. Leider kann ich davon meine Miete nicht bezahlen. Sonst würde ich viel, viel länger streamen. Aber ich kann euch zumindest anbieten, dass ich wirklich jeden Tag in der Früh da bin für euch. Und es macht saumäßig Spaß. Und ich wollte mich einfach auch mal bedanken, ne, bei euch. Dankeschön, dass ihr alle immer so fleißig da seid. Mit mir auch so früh aufsteht. Ich weiß, einige von euch stellen sich sogar einen Wecker, was völlig absurd ist. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Verrückten. Und ja, wollte es einfach nur nochmal sagen, ne? Dankeschön. Aber ich muss gleich arbeiten. Ich muss leider gleich arbeiten. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dankeschön, Jazzy, auch für deinen Follow. Willkommen bei uns. Echt, du hast echt einen Lassi-Wecker? Oh mein Gott. Heieiei, übertreib's nicht, ne? Ich muss die Kneipe zumachen, sonst ist hier... Homeoffice, sagtest du vorhin nicht nebenbei, dass du Koch bist? Das stelle ich mir lustig vor. Ich sagte, ich hatte Koch gelernt. Also, ich war mal Koch. 10 Jahre lang in 4 Jahreszeiten und im Hyatt Hotel. Das sind so ganz kleine Buden in Hamburg. Und da habe ich lange Zeit gekocht und irgendwann, als ich so 27 wurde, habe ich mir so gedacht, oh nee, Digga, kein Bock bis zur Rente zu kochen. Nein. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Informatikkaufmann. Also zum Informatikkaufmann. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt kenne ich mich mit Computern aus. Zocken war sowieso schon immer meine Leidenschaft. Das war jetzt Kochen natürlich extrem schwierig bei den Arbeitszeiten. Und ich kann auch noch gut kochen. Also so einigermaßen gut. So einigermaßen gut. Ach, guck mal, ich kann beide Tabletts nehmen zum Abräumen. Ja, das wusste ich aber auch noch nicht. Das ist aber neu. Ja, und da arbeite ich jetzt quasi als IT-Heini. Und, oh scheiße, das Klo ist auch dreckig. Habe ich die Kneipe zugemacht? Ich hoffe. Es sind ja noch so viele Gäste hier, Mensch. Eieieiei. Inzwischen bin ich auch aus dem Hotel raus. Ich bin jetzt Bäcker im Verkauf. Ja, wieso auch nicht? Haben wir ja viele da, ne? Dani auch zum Beispiel. Ist auch Bäckerei-Fachverkäuferin. Hey, macht das immer, was euch Spaß macht. Und wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt auf das, was ihr macht, dann macht was anderes. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt. Und auch ich musste damals von einer Dreizimmer-WG dann nochmal in die Einzimmerwohnung rein, weil die Miete dann noch günstiger war und hatte dann die Ausbildung, musste nochmal durchs Tal der Tränen laufen. Aber es hat sich gelohnt. Ansonsten könnte ich, glaube ich, auch gar nicht streamen, wenn ich diesen Jobwechsel nicht gemacht hätte. Keine Chance. Keine Chance. So... Gucken wir mal, wie sieht's da aus? Das Klo müssen wir nochmal sauber machen, der wartet da extra. So, ich bin Quereinsteiger, ich überlege die Ausbildung nochmal zu machen. Also, man muss wirklich sagen, es ist eine harte Zeit. Also, da habe ich auch in der Ausbildung damals mit Stream angefangen. 2014 war das. Danach musste ich dann wieder aufhören und bin seit 2020 wieder regelmäßig da. Und ganz ehrlich, ohne Twitch hätte ich damals die Ausbildung auch gar nicht finanzieren können. Also, es war ja, damals waren die Leute ja noch verrückter. Das war ja Wahnsinn. Die haben mir PlayStation 4 geschenkt. Das war, also das war eine krasse Zeit. Und, aber das war auch bitter, bitter nötig. Jetzt bin ich da nicht mehr so angewiesen drauf. Aber eine Ausbildung, das war wirklich, puh, das war wirklich Gold wert. Also, da war Twitch aber auch noch ganz anders drauf. Sowas wie Lurker gab es damals nicht. Wenn ich da 100 Leute im Chat hatte, dann haben da 100 Leute auch geschrieben. War cool. War eine echt gute Sache. Wir haben viele Spendenmarathons gemacht und sowas alles. Also, richtig tolle Zeiten. Ja, gut. Da habe ich als Backup meinen Mann. Ja, gut, das ist natürlich... Also dann, wenn du eh dann Backup hast und dich da nicht komplett alleine durchwursteln musst, ja, dann mach das doch. Kann ja nur vom Vorteil sein, oder? So ist die Kneipe sauber, dass wir morgen hier schön sauber weitermachen können. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Hey, Helrik, moin, mein Lieber, grüß dich. Na, wie ist bei dir? So, das Süppchen können wir hier nochmal abstellen. Wie spät ist es denn eigentlich? So, gleich mal alles auftischen nochmal. Ein bisschen vorbereiten. 3 Stück passen noch hin. 1, 2 haben wir nur noch.
55. Oh, ich muss jetzt aber wirklich langsam los, Leute. Eieieiei. Nicht, dass ich rausgeschmissen werde. Dann muss ich wieder Koch werden, du. Das gibt's doch gar nicht. Holz hacken müssten wir eigentlich auch noch. Komm, wir schmeißen auch mal ein bisschen was rein. So. Ja, sieht ja auch nicht schön aus. 50 Zuschauer, 2 Schreiben bei 48 Lurks sind. Ja, das ist halt manchmal so. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr dankbar über Lurk-Support. Versteht das nicht falsch. Gibt auch sehr viele, die machen nebenbei die Wäsche, putzen sich die Zähne. Manche nehme ich mit unter die Dusche. Manche haben mich in der Werkstatt beim Autoschrauben und so weiter. Das kann man ja auch machen. Wieso auch nicht? Habe ich ja nichts dagegen. Alles gut. Suchen Wohnungen zum Beispiel. Nebenher im Homeoffice arbeiten. Ja, das ist halt so. Also, hey, ist doch alles in Ordnung. Jetzt aber bye bye. Ja, ich hau jetzt ab.